Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch diese Karte mal näher an. Also erstmal natürlich weg mit hiermit. Und hier kommt eine Schatztruhe hin, selbstverständlich. Denn hier ist ein Schrein. Was haben wir? Die Prärie von Firone und das Meer von Firone und den legendären Hyliasee. Legendär, denn er kommt in so vielen Zeldas vor. Er kam das erste Mal vor, ich glaube sogar im ersten Zelda. Dann in A Link to the Past kam er garantiert nochmal vor. In Link's Awakening logischerweise nicht, weil das nicht in Hyrule gespielt hat. Und dann in Ocarina of Time kam er in etwa so das erste Mal vor, wie wir ihn dann auch kennen, nämlich als wirklicher See. Und das hier, diese Version mit der Brücke hier und auch ein wenig von der Form her und diese Insel hier in der Mitte scheint mir doch angelehnt an Twilight Princess. Ja, gerade mit der Brücke natürlich, also hauptsächlich mit der. Was haben wir sonst? Firone. Firone ist auch so eine Konstante innerhalb der Serie. Erstmals aufgetaucht in Twilight Princess, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich glaube, in Ocarina of Time gab es Farore, aber noch nicht Firone. Und Farore und Firone hängen zusammen, denn im Englischen heißen die Wälder von Firone, meistens sind es die Wälder, hier ist jetzt die Prärie, heißen die Wälder von Firone, Farron Woods. Und Farron ist angelehnt an Farore, die Göttin des Mutters. Ich dachte eigentlich, das hier wäre der Wald von Firone oder so, aber nein, scheinbar nicht. Oh Gott, so viele Namen. Farodra Plateau ist angelehnt an den Drachen Farodra, schätze ich mal. Den Panoraberg hatten wir schon. Das Merbau oder Merbau-Hochland wahrscheinlich auch. Den Ardeia-See. Warte mal, was ist denn hier alles drin? Sind das Ruinen? Oh, den müssen wir uns irgendwann mal ansehen, definitiv. Pappelhochland, ich glaube, das kennen wir alle schon. Das ist alles ein alter Hut. Hier unten, Farodra Plateau, schon kommentiert. Drakoto See. Sagt mir nichts. Damselwald sagt mir leider auch nichts. Dragoto Fluss sagt mir auch nichts. Banmesa See auch nichts. Zuguland Wald. Zug? Irgendwas mit Spirit Tracks eventuell? Finras Wald? Könnte auch Spirit Tracks sein. Ich habe da irgendwas dunkel in Erinnerung, aber es kann genauso gut sein, dass ich mich da täusche. Gutinise. Was? Gutinisa-Ebene. Kibina-See. See des Pferdegotts. Oh. Ah, da bin ich leider ein bisschen gespoilert. Ibarra-Hochebene. Könnte an die Ikana-Schlucht angelehnt sein, aber ich bezweifle es. Komole-Strand. Nee, Komole-Strand. Es gab, ich glaube, Komolo war ein Weiser aus Spirit Tracks. Parfarküste. Amime-Plateau. Amime sagt mir irgendwas. Markumintal. Balume-Ebene hatte ich, glaube ich, schon. Kolase, glaube ich, auch. Evandra-Fluss. Laveküste. Grez-Ebene. Nesupowald. Salmler-Ebene, Kargossa-Gebirge, Tegli-Ebene, Kaporeberg, Taobab-Grasland. Warte mal, Taobab? Ne, ich glaube Baobab oder sowas war irgendwas aus Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Ose-Ebene und Tehota-Sumpf. Definitiv viel zum Erkunden, aber nur sehr wenige bekannte Namen für mich. Ich schätze mal, hier hinten befinden sich ein paar Schreine, weil das so versteckt ist. Und ja, hier hinter wahrscheinlich noch. Und hier in dem Wald sicherlich einer. Gut, aber ich glaube, jetzt quatschen wir mal nicht länger rum, was die Karte angeht und wo sich was verstecken könnte. Wir gehen mal auf Erkundungstour in dieser Gegend. Wo machen wir uns als erstes hin? Wahrscheinlich mal direkt zu dem Schrein hier. Ja, doch, das klingt vernünftig. Ich meine, daneben ist ja gleich hier so ein Ding. So ein. Boah, habe ich Wortfindungsstörungen, sag mal. So ein Stall.
Das war das, was ich so sagen wollte. Und dieser Stall hält bestimmt wieder die ein oder andere Quest bereit, mit der wir dann in die Lande ziehen können. So, erstmal runter zum Weg. Diese Brücke übrigens hat man in der Game Awards Präsentation gesehen damals in den ersten Trailern. Also es war kein Trailer, es war halt die Game Awards Präsentation. Da sind die hier entlang geritten. Wenn man sich das heute mal so anschaut, die Gegend hat sich so verändert. Also da haben sie noch mal einiges gemacht seit dieser Präsentation damals. Da merkt man wirklich, dass sie an dem Spiel gearbeitet haben, die ganze Zeit, wo sie gesagt haben, dass sie daran arbeiten. Die haben noch nicht irgendwie nur Taktik geschoben und so. Nee, nee. Finde ich auch gut so. Und ich finde, es ist dem Spiel auch zugute gekommen. Was ist das für eine Musik? Oh, ein Jägeroffizier. Ja gut, der will Stress. Wir geben ihm Stress. Lange sollte er nicht durchhalten gegen uns. Zack. Friere mich ein und ein paar Schläge und down bist du. War das jetzt genug? Ah, zwei hätte ich noch draufhauen müssen. Aber nun. Tot ist er und ich höre immer noch Musik. Der hat auch gar kein Geld fallen lassen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Oh, Chilis. Ah, die Fähigkeit war, glaube ich, noch nicht ready. Eventuell täusche ich mich gerade. Bleib doch stehen. So, drei Schläge und du bist down. Das waren vier, aber egal. Bam. Und wir haben Geld. Yay. Doppelschussbogen kann ich sogar aufheben. Sehr schön. Die Windklinge nehme ich mal nicht mit, weil ist nicht so mein Kampfstil. Ist halt ein großes, langsames, zweihändiges Schwert. Und hier oben ist nichts. Wo ist mein Pferd hin? Da drüben. Ah, da steht's. Passt alles. Ja, diese Ruinen hat man damals auch im Game Awards in der Präsentation gesehen. Definitiv. Und, oh, der war aber noch nicht da. Wie heißt die Gegend hier? Firone Waldmündung. Ach doch, ein Wald von Firone, oder wie? Wald von Firone kam übrigens in Twilight Princess vor, in Skyward Sword und ich glaube in Minish Cap, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, ob es da nicht die Minish Wälder waren. Ich glaube, da gab es auch irgendeine Diskrepanz zwischen der englischen und der deutschen Version. Sasune, nicht Susanne? Hier trifft man nicht so oft andere Reisende. Wo soll's denn hingehen? Ich glaube, eher nach Süden war's. Oh, da will ich auch hin. Dann willst du zur Prärie von Firone, oder? Ich habe meine Gründe. Vor einem Jahr habe ich mein geliebtes Pferd verloren. Und in der Prärie von Firone soll es eine Quelle geben, an der man Pferde wieder zum Leben erwecken kann. Oh. Ist das diese Ding da, diese, wie hieß die? See des Pferdegotts? Das heißt, ich muss keinen Christ niemals verlieren, wenn ich nicht will. Oh, das ist schön. Dann müsste ich ihm jetzt fast schon schreiben. Guck mal, ich kann dich niemals verlieren. Was ist? Ich will Drachen sehen. Dann fahr nach Emskö. Ich bin auf einer Reise im Zeichen der Drachen. Lass mich dir einen Rat geben, sagt Shikorin. Diese Gegend ist gefährlich und wimmelt nur so von Monstern. Am besten lässt du diese Region ganz schnell hinter dir. Oh, ist das hier Endgame? Ich meine, gut, wir haben 20 Herzen. Wie schlimm kann es denn werden? Aber ja, das sind tatsächlich Monster. Sogar auf Pferden und alles. Ach je. Und das, was ich auf der Karte gesehen habe, dieser Kreis, das waren Büsche, so Buchsbäume. Stall der Hochebene. Ach, hier ist der. Ich habe mal irgendwann am Release irgendwas von einem Stall der Hochebene gesehen. Und es sah auch so aus, ja. Ja, ich glaube, dass wir sind hier im Hochland oder so. Kaomaka-Schrein. Irgendwie muss ich an Maokai denken bei dem Namen, aber das hat nichts damit zu tun. Also Maokai ist ein Champion aus League of Legends.
falls ihr das nicht wisst. Und das ist so ein fetter, knorriger Baum. Ich meine, es passt. Hier sind viele Bäume, aber ich bezweifle, dass das stimmt. Oder dass das die Inspiration hinter diesem Schrein war. Die Kiste auf der Karte tue ich mal eben hier wegmachen, natürlich. Stempel löschen. So, wir gucken uns nach Quests um. Es ist gerade Abend. Ah, ein Kangas. Und ein Terrier. Aber keine Leute? Wirklich jetzt? Okay, er hier schläft. Nein, hä? Hier hat doch gerade irgendwer geschlafen. War das im... Das war wahrscheinlich im Zelt. Hm. Warte mal, hier ist ein Feuer, oder? Ja. Wir machen mal eben Tag oder Mittag vielmehr. Damit wir mit ein paar Leuten hier reden können. Blam, blam, blam. Kannst dieses Geräusch bitte jedes Mal machen, wenn ich aufstehe in der Früh? Das wäre schön. Perosa, bist du zum ersten Mal in der Gegend hier? Ja, bin ich. Verstehe. In dieser Ebene leben viele starke Wildpferde. Früher gab es hier auch Nomaden, aber... Wie du siehst, ist die Ebene jetzt in der Hand von berittenen Banditen. Müssen wir die alle töten? Ich wünschte, jemand würde diese Banditen von hier vertreiben. Überlass das mir! Wirklich? Das würdest du tun? Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Die Banditen der Prärie. Klingt nach einer Quest, die wir sogar jetzt gleich machen könnten, wenn ich so drüber nachdenke. Denn weitere Sachen sehe ich hier gerade nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die erst vertreiben müssen, damit dann Leute zu diesem Stall kommen, damit wir hier mehr Leute haben, damit wir hier mehr Quests annehmen können. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen weit hergegriffen, aber cool wäre es, so ein Progression System für diesen Stall. In dein Gesicht! Und nochmal in dein Gesicht! Bam! Oh oh, das hat denen gar nicht gefallen. Ich glaube, ich muss nochmal auf mein Pferd und von hier aus abspringen. Was für eine Taktik, ey. Bam! Und den da hinten... Ja gut, den wohl nicht. Gut, er lässt Sachen fallen. Die heben wir mal auf. Oh, ja gut, so viel halt geht, ne? Hier hinten auch, lauter Sachen. Und... Hau bloß ab! Ich habe hier mein Sprungbrett, ja? Nein, das tust du nicht. Du wirst hier nicht mein Pferd töten und insbesondere nicht mich. Zack, tot bist du. Bam. Das war ein bisschen mager, der Loot. Ich hab mehr erwartet. So, wir snipen dich hier runter und nimm dies und jenes und weg bist du. Ja gut, ein paar Gegner sollten wohl noch fehlen.